Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem gleich. Wir gehen jetzt hier direkt in Mamas altmodische Hülle rein. Und da ist die Mythic Lila nach wie vor drin. Naja, ist halt farmable. Hier haben wir die Evening Beer Dale Box, Tire Box, so mit Evening Beard Ale, Beer Tasting, Lois Griffin, Dinner Date Front, Bartenders Not, Francine Smith. Und diesen ganzen Kombos oben in der rechten Ecke haben wir das gleich wieder verlinkt. Wen es interessiert, ihr könnt euch das dann genauer anschauen. Dann haben wir die Whiskey Tire Box, auch diese. Whiskey Bartender, Beer Tasting, Francine Smith, Thunder Cocktails, Beer Festival, Klaus Heisler, Date Wine, Soldberg. Mit diesen ganzen Kombos hier. Richtig nice sind. Auch das jetzt oben in der Ecke verlinkt. Da wird's dann genauer erklärt. Oh, ne geil. Nach wie vor wieder nach dem Siege eine neue Box. Schauen wir da mal rein. Wir haben jetzt erstmal hier diese Mythic Peter Box, also das Mythic Peter Pack mit Mythic Peter Baby Bartender, Baby Bartender. Baby Bender, Beer Festival, Bartenders Not und Hank Hill und diese Oktoberfest Amy und Oktoberfest Ila. Der Rest da hinten ist Käse. Auf jeden Fall eine interessante Box, auch wenn die Wahrscheinlichkeit fast null ist, den Peter da rauszuziehen. So, dann sind wir auch schon in der neuen Chef Drunk Box. Gucken wir mal da rein. Rooftop Drunk. Wine Trio, Braubier, Wodka-Bier, Eugene Belcher, Hank Hill. So, dann haben wir hier diese ganzen. Gucken wir mal hier Church Wine Drunk. Wie weit kriegen wir die denn hoch? Na, 1832. Die hätte jetzt momentan dann 9-fach Blutsauger und 9 Gas noch mit hinzu. Das heißt, die wäre bei 20 Gas und 9-fach Blutsauger. Was ja nicht das Schlechteste ist. So, dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal da, was da passiert. Die geht wieder mal angriffsmäßig nicht hoch. Ne, dafür hat die eben mehr Leben. Chef Cat Binge, 48 Leben. Leck me um Buggel mit Blutsauger und auch wieder Gas. Ja, hier Eugene Belcher, geil, Hank Hill, geil, Kombos, geil, Rooftop Drunk, mega fett. Also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Hier das Sonderangebot mit 3 Puls. Wow, so weit kriegen wir die natürlich dann nicht hoch. Ne? Aber wenigstens mal, wenn man die einmal hat, wie hoch wäre sie dann? Ja, ist jetzt nicht so der Knüller, ne? Wenn man sie zweimal hätte, wäre natürlich um einiges viel geiler. Ne? So, ha. Wobei es auch nie so. Diese, die Pre-Kombos sind. Also ich spiele die dann doch lieber so, ne? Jo, es sei denn, man hat die dann gemaxt. Wenn die einem gemaxt um die Ohren fliegen, dann macht das keinen Spaß mehr. So. Jetzt sind wir auch schon in den heutigen Combo Mastery ist angelangt. Hier bin ich am Anfang. Erstmal habe ich gedacht, okay, Clawplash. Und dann sehe ich, das ist gar nicht Clawplash. Das ist ja Raging Zoidberg. Ja, viel Unterschied ist da eigentlich gar nicht zwischen Clawplash und Raging Zoidberg. Wir gucken uns jetzt mal diese Combo hier an. Raging Zoidberg. Ist hier ein Zoidberg mit Push-Ups. Flag Football, Freezer Dome, das Ding ist Shuttlecock Ring, Sportspot, Horace Camp. So. Auf der rechten Seite kommt dann raus hier mit Revanche und mit Berauscht. Ha. Die Revanche ist natürlich auch mega fett, ne? Ja. So, 19-fach Revanche. Ist cool. Jo, gut, muss jeder selber wissen, ob er da was reinpayen will. Ich bin kein Fan davon, für 500 Gems
mir das zu holen, dann investiere ich lieber 800 Gems in so eine Box da rein. Da habe ich dann erstmal mehr davon. Die Flying Dream Sequenz. Schauen wir uns die mal an. Hier eine Francine. Da kann man dann eigentlich gleich schon maxen. Dann gehen wir nämlich runter zu der Francine Smith. Ja, mit dem Planet Express Schiff. Und dann kommt das da auf der rechten Seite raus. Und ich denke mal, dass das nicht mal für den Space Clash in irgendeiner Form von Interesse sein könnte. Nicht wirklich. So, Flying Dream Sequenz, also ich würde da keinesfalls, also das ist absolut, die ist schlecht. So, dann haben wir Tennis Francine und da schauen wir jetzt auch mal rein, das ist diese hier mit Yogi Victor, Push-Ups und so weiter. Ja, gehen wir hier gerade mal durch. Kann ich ja auch gleich schon wieder maxen hier. Mit Yogi Victor, mit Push-Ups, mit Flag Football, mit Freeze Dome, The Stinger, Sports Bot, Horse Cam. Alles Sport-Kombos jetzt hier gerade. Das andere war jetzt hier mit dem Planet Express Schiff. So. Raus kommt ein Stoß durch die Mauer und Schild. Ja. Relativ viele Leben hat die Karte. Ist aber jetzt nicht so der Oberhammer. Also das ist so, ja. Das ist halt so eine klassische Francine Smith Combo. Ne? Braucht kein Mensch so wirklich. So, und dann geht es aber noch schlechter. Es geht noch viel schlechter. Also selbst wenn man denkt, man hat eigentlich schon das Übelste. Oder das niedrigste Niveau erreicht an Kombos, dann kommt hier der Peter Copter. Ich bin zwar ein absoluter Peter-Fan, aber sorry, Peter Copter, das Ding ist also hier mit dem Peter und der Peter Copter halt, ja. Und dann kommt Peter Copter Down. So eine Kombo, die habt ihr wahrscheinlich schon in eurem ganzen Leben noch nicht gesehen, weil die gibt's eben nur mit dem Peter Copter und mit dem Pedele. Mit einer Mauer und mit einer Bombe. Also heute könnt ihr eure Gems und, ja gut, eventuell vorne beim Raging Zoidberg, aber ansonsten könnt ihr eure Gems und Steine sparen. Lohnt sich heute nicht, da irgendwas zu investieren. Also außer natürlich was halt heute im heutigen Shop halt wirklich das Highlight ist, ist halt die Chef Drunk Box. Die ist halt wirklich nice, ne? Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut jetzt nächstes Mal rein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir dem Herrn gleich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Macht's gut, bis dann und tschüss.